Kennst du das? Du möchtest eigentlich gesünder leben, weniger Stress haben, dich mehr bewegen oder besser essen, weißt aber gar nicht, wie du damit anfangen kannst und wo du die ganze Zeit dafür hernehmen sollst. Ich bin Franziska Rubin, ich bin Ärztin, habe viele Jahre ein Gesundheitsmagazin moderiert und viele Bestseller zum Thema Gesundheit geschrieben. Und jetzt habe ich ein neues Programm entwickelt, 7 Minuten am Tag, endlich gesünder leben. Und damit du dir schon mal was darunter vorstellen kannst, kommen hier ein paar Tipps zum Ausprobieren. Bewegung ist gesund und kann sogar heilen, weshalb die Weltgesundheitsorganisation für alle Erwachsenen 150 Minuten moderate Bewegung in der Woche empfiehlt, also gemächlich. Oder aber 75 Minuten Training, wenn man richtig Gas gibt. Außerdem zweimal die Woche Muskeltraining. Wer dagegen nichts tut, das konnte durch viele Beobachtungsstudien gezeigt werden, der läuft Gefahr, krank zu werden. Mit 3 einfachen Übungen trainierst du heute Bauch, Beine, Po und entkrampfst stressgeplagte Schultern. Los geht's! Der erste Teil der dynamischen 3 ist für Brustmuskel und Schultern. Also alles, was ihr dazu braucht, ist das vordere Bein zu beugen und das hintere gerade hinzustellen und die Ferse fest in den Boden drücken und dann im rechten Winkel gegen einen Türrahmen oder eine Wand zu drücken. Und zwar so, dass ihr merkt, dass der Brustmuskel gedehnt wird und die Schulter entspannt wird. Das Ganze so lange halten, wie es geht. Und das ist eine Übung, die ist super für alle, die so ganz viel am Computer sitzen müssen oder immer bei Stress die Schultern hochziehen. Denn genau diese Partien werden hier gedehnt. So, das 20 Sekunden halten und dann die andere Seite und das zweimal im Wechsel. Die zweite Übung der dynamischen 3 macht einen runden Po und starke Beine. Und am besten nutzt ihr dafür einfach die Zeit beim Zähneputzen, also 2 oder 3 Minuten. Los geht's! Beine in einer weiten Grätsche stellen, tief runterkommen, so am besten, dass die Oberschenkel fast waagerecht sind. Und dann aufpassen, dass die Knie nicht über die Zehenspitzen gehen. Könnt euch auch ein bisschen festhalten, bevor ihr umfallt, ruhig ein bisschen stabilisieren und dann anfangen, die Zehnchen zu putzen. Und ganz wichtig dabei, immer ein bisschen wippen, so weit es geht, unten bleiben und wer es kann, auch noch den Beckenboden anspannen. Es bringt irre viel, weil 2 Minuten werden ganz schön lang und wenn man das jeden Tag macht, oh, dann ist es wirklich eine dynamische, gute Übung. So, und jetzt kommt die Nummer 3 der dynamischen 3. Die kannst du machen, wenn du zum Beispiel gerade darauf wartest, dass dein Kaffee fertig wird. Setz dich hin, Hals lang, Augen geschlossen oder offen, Schultern schön fallen lassen, ganz gerade sitzen und dann atmest du mit einem lauten Geräusch aus, sodass die ganze Luft aus dem Bauch hochgepresst wird und dann 8 bis 10 Sekunden halten. Das ist eine gute Übung für die Bauchmuskulatur. Also ich zeig's mal. Jetzt am besten in dieser Position ein bisschen halten und dann ganz tief wieder ein- und ausatmen, denn das ist wichtig, sonst wird dir nämlich schwindelig. So lange, bis der Kaffee fertig ist, immer schön weitermachen und dann bringt das eine ganze Menge für den Bauch. So wirkt's. Stärkung der Muskulatur, der Knochensubstanz, des Herz-Kreislauf-Systems, Aufbau von fettverbrennender und haltgebender Muskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit und Balance. Du kennst ja vielleicht auch diese Phase, wenn Kinder zwischen ihrem zweiten und dritten Lebensjahr ein klares Lieblingswort haben. Nein. Ich hatte das durch meine Zwillinge gleich doppelt und lebte sozusagen in einer Wohnung mit Nein-Echo von allen Seiten. Nervig, manchmal unterhaltsam. An der Art, wie sie ihre Neins präsentierten, konnte ich auch bald erkennen, wie ernst es ihnen war. Und das ist nun deine Aufgabe für heute, falls du zu denen gehörst, die sich schwer tun mit dem Nein sagen. Denn eins ist klar, es ist besser, Nein sagen zu lernen, denn das ist ein Akt der natürlichen Abgrenzung. Ich zeige dir jetzt eine Strategie, wie du dich in 7 Minuten erfolgreich schützen und Nein sagen lernst. So geht's. Denk dran, sich abgrenzen ist die beste Selbsthilfemaßnahme, um weniger Stress in dein Leben zu ziehen und so ein angestrengtes Lebensgefühl oder einen Burnout zu vermeiden.
Hier kannst du in 4 Schritten lernen, Nein zu sagen und dich dabei okay zu fühlen. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann nimm dir Bedenkzeit. Bei einem großen Dienst bittest du sogar um eine Nacht Zeit. Ich möchte mal drüber schlafen oder so. Bei einem kleineren bittest du um 5 Minuten. Denk drüber nach, was du wirklich willst und leisten kannst, inhaltlich wie auch zeitlich. Das macht es einfacher, hinter einem Nein oder auch einem Ja zu stehen. Wenn du dir sicher bist, beziehe Stellung und achte darauf, dein Nein auch körperlich auszudrücken. Das heißt, fester Stand, Schultern zurück, deutlich vernehmbare Stimme. Und schau deinem Gegenüber in die Augen. Mach eine klare Ansage, damit dein Gegenüber weiß, dass Widerspruch zwecklos ist. Und dafür gibt es 2 Wege. Den kurzen, du kannst einem Schmeichler freundlich, aber bestimmt antworten. Tut mir leid, aber ich kann die Tiramisu zum Beispiel nicht machen. Oder den langen. Dann zeigst du, dass du verstanden hast, warum das Erfragte wichtig ist, begründest aber, warum du es nicht machen kannst und schließt ab mit, es tut mir wirklich leid, aber dieses Mal geht es nicht. Übt jemand Druck auf dich aus, dann kannst du dein Nein mit einem Gegenvorschlag verbinden. Zum Beispiel, das mit der Tiramisu, das klappt nicht, aber ich kann eine Eistorte aus dem Kühlregal mitbringen. So wirkt's. Kraftsparend, stressabbauend, bringt mehr Selbstbewusstsein, mehr Freiraum, mehr Respekt. So, heute wird gebadet. Das heißt, am besten legst du den Tipp auf den Tag, wo du sowieso gerne badest und nutzt die 7 Minuten, um heute mal anders zu baden, indem du eine andere Mischung herstellst. Ich persönlich liebe Baden. Ich finde, man kann sich da unheimlich gut entspannen. Handy geht sowieso nicht, Buch geht nicht. Deshalb lese ich meistens Wohnzeitschriften und finde das extrem relaxend. Und Baden ist auch unterschätzt meiner Meinung nach, denn es hat nicht nur diese beruhigende Wirkung, sondern wenn man es richtig macht, kann man sehr viel Gutes für seine Haut tun, dass sie sich wieder rund erneuert. Und es ist sogar so, dass man durch die Zusätze etwas gegen Rheuma zum Beispiel und viele andere Erkrankungen tun kann. Heute baden wir nach Kleopatra-Art. Kleopatra nutzte folgende Zusätze: totes Meersalz, Eselsmilch, ein bisschen Honig und ein bisschen Öl. Und sie wusste natürlich damals schon, dass totes Meersalz desinfizierend wirkt, weil das wurde ja zur Mumifizierung der Toten verwandt. Aber so weit sind wir noch nicht. Deshalb vorsichtig mit dem Salz, gerade wenn ihr Hautprobleme habt, nehmt ihr lieber ein bisschen weniger als die 400 Gramm. Und Eselsmilch findet man ja auch eher seltener heutzutage im Supermarkt. Deshalb tut es ja auch die gute Kuh Vollmilch. Ja, und so geht's. Ihr nehmt einfach 400 Gramm totes Meersalz. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Küchensalz nehmen, aber dieses ist so ein bisschen besser von der Studienlage, gegen Rheuma zum Beispiel. Verteilt das in der Badewanne. Dann 4 Esslöffel Honig, am besten einen schönen Bio-Honig. So. Dann Öl, ungefähr 2 Esslöffel, aber das kann man auch frei machen, so, das alles schön verteilen, mache ich sofort. Und natürlich, wichtig, die Milch. Super, das ist 1 Liter Vollmilch. So, das Ganze schön verteilen und dann einsteigen und genießen. Nicht wärmer als 39 Grad und nicht länger als 20 Minuten, damit ihr nicht nachher statt Kleopatra-Haut eine Waschfrauenhaut habt. So, das ist es schon und so wirkt's. Durchblutungsfördernd und regenerativ, feuchtigkeitsspendend und verjüngend. Entspannend. Vielleicht war schon was dabei. Noch viel mehr Tipps gibt es in meinem Online-Kurs für alle, die endlich gesünder leben möchten und etwas langfristig verändern wollen. Die Tipps stammen aus den Bereichen Gesundheit, Mind-Body-Medicine, also Achtsamkeit, Ernährung, Selbstreflexion, Bewegung, Ich und Du, also Soziales und Schönheit. 7 Minuten am Tag, mehr braucht es nicht, davon bin ich überzeugt, um kleine neue Gewohnheiten zu lernen, die eine große Veränderung in deinem Leben bringen. Damit stärkst du dein Immunsystem, bekommst Stress besser in den Griff, lernst besser für dich und aber auch für andere da zu sein,
kannst deine Persönlichkeit weiterentwickeln und innerlich und äußerlich schöner werden. Und du kannst lernen, wie du diese Tipps zu guten Gewohnheiten werden lässt, ohne dass du dein ganzes Leben umkrempeln musst. Wie das geht? Du brauchst nur Lust auf was Neues, um endlich etwas zu verändern.